Moin Moin, meine lieben YouTuberinnen und YouTuber und scheißt euch herzlich willkommen zum allerletzten Mal die Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem Reihe, also die zweite Reihe der Trade Cards der Turtles. Und zum letzten Mal, ich habe alles rausgeholt, was ich habe. Es sind noch 12 Booster. Die werden wir auch gleich mal eben, jetzt rutscht das bisschen, unboxen, anschauen. Und ich hoffe doch, dass noch ein bisschen was dabei ist, was ich einsortieren kann. So, tschakka, 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 tschakka. Ihr kennt es ja, das Spiel erst alle öffnen, hinlegen, dann zoome ich ran, dann wird es auch scharf gestellt. Keine Sorge, wenn das Bild jetzt ein bisschen unscharf ist. Und die Zähne sind, die Zähne sind natürlich auch wieder voll im Einsatz. Ihr kennt das ja, vielleicht das letzte Video dieses Jahr. Ich muss mal gucken, ob ich noch was hinkriege. So. Und dann geht es ja erst in der 4. Januarwoche wieder weiter, weil ich die Kamera, wie gesagt, ich wiederhole es für viele sicherlich, die das täglich gucken, sagen sich, labert der da schon wieder runter? Ja, es gibt ja viele, sind im Urlaub gewesen, viele interessieren sich nicht für jede Serie. Die gucken, manche gucken ja vielleicht auch nur Turtles oder dies oder das. Und darum versuche ich das in jedem Video eben zu sagen. Ich bin 3 Wochen ohne Kamera, darum kann ich keine Videos drehen. Und für mich ist das einfach eine Art von Selbstverständlichkeit, wenn jemand, wie ein Kumpel von mir, der eine Reise gewonnen hat, unglaublich, das ist ja eine Reise, ein Luxusliner, da kriege ich, ich bin aber nicht in dem Sinne so eifersüchtig, dass ich sage, oh Mann, ich sag nur, unfassbar, ne, dass ich das nicht mal gewinne, andererseits habe ich, glaube ich, auch gar nicht mitgespielt bei dem Gewinnspiel. Er hat mich mal dicht getextet, dass er da was ausgefüllt hat, mach doch mit, und dann sind die Chancen ja größer, ja, wer denkt denn da, wer rechnet dann damit? Na, also ganz ehrlich. Aber ich gönne ihm das von Herzen und er soll mal viel Spaß haben, sich erholen, bei dem Scheißwetter oder dem Scheißwetter entfliehen. Hat ja Silvester noch hier, das ist ja cool, hat er Weihnachten, Silvester hier, und ich glaube am 2. Januar in der Früh düster los, am 1. Januar, also wenn er denn einigermaßen nüchtern ist, kommt er vorbei, holt sich die Kamera ab von mir. Und Silvester brauche ich die natürlich noch selber zum Filmen. Auch für meine kleine Tochter und sowas, da will ich natürlich auch ein paar Videos machen, wie beim ersten Weihnachten, erstes Silvester und so weiter. Ich finde das eigentlich eine Sache, die sich einfach so gehört. Ja, und jetzt sind wir auch gleich fertig mit den Öffnen, dann können wir uns die letzten Karten sozusagen angucken. Ich muss mal sehen, welche Karten mir da noch fehlen. Da muss ich eben über die stickermanager.com Seite versuchen, noch diverse Bilder ranzuholen, die ich, wie gesagt, noch nicht habe. Das gelingt mir mit Sicherheit auch, da gehe ich mal ganz stark von aus. So. Zack, zack. Sind wir gleich durch. Jo. Wunderbar. Jetzt zoomen wir ein bisschen ran, stellen. Alter Schwede, das ist eine Menge Holz. Stellen scharf und gucken uns die an. Die meisten habe ich natürlich, ist ja ganz klar. Ich habe schon sehr, sehr viele geöffnet. Und es geht gleich glitzernd los. Ja, in der Serie. Hier haben wir Krang-Droid. Oder ein Krang-Droid, gibt es ja auch in der Gruppe. Hat man ja 2 Glitzerbilder, so wie hier jetzt auch. Shredder's Henchman, die finde ich auch sehr geil, habe ich zwar schon. Und dann kommen 4 Base-Karten. Das ist ja bei Panini, bei den Trade-Cards fast immer so. Die machen 6 Karten statt Tops mit 5 Karten. Finde ich richtig, richtig geil. Die Tough Turtles, Nummer 3. Norman. Oh, das riecht noch, wenn ihr das jetzt riechen könntet. Ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine. Dieser Geruch von neuen Karten ist einfach geil. Metalhead. Dann wieder 2 Glitzerkarten. Ninja Training und was haben wir hier? Biotroid. Ja, man hat rechts oben immer die Lebenspunkte. Zum Beispiel hier bei Donatello. Links ist immer die Nummer. Seitlich hat man hier den Text über die Karte. Zum Beispiel Freestyle Mikey. Unten sind dann die diversen Kampfwerte. Ne, für Intelligenz, Kraft und Ausdauer zum Beispiel. Die Karten selber finde ich auch sehr, sehr cool. Finde ich besser als in der ersten Serie. Hier haben wir Neutralizer. Oh, Leo. Die Karte sieht richtig fett aus. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Werden wir aber gleich sehen. Ja, Mr. Murakami. Auch im ersten natürlich dabei gewesen. Leonardo. Splinter. Der Erzfeind. Shredder ist der Erzfeind. So. PG and Pete. Dog Pound. Hier richtig kraftvoll. Da, Shredder. Da ist der Bösewicht. Surf's Up, Ruff. Ja, das sind ja eben die coolen. Die Turtles sind ja die absolut coolen. Turtle, was ist das? Turfleitl. Okay. Surfen.
April O'Neil, die kennen wir ja auch aus dem ersten Teil natürlich der Serie Slash. Nochmal Shredders Henchman. Na, wen haben wir hier? Surf's Up Wrath. Den hatten wir, glaube ich, eben auch genau. Ja, Mauser kennt man natürlich, ist ja dieser Kleine, der da in dieser großen Uniform, in diesen großen Robotern immer drin sitzt zum Beispiel. Ist ja ganz klar. Mutagen Man. Oh, jetzt hier, Shredder, The Big Man, richtig cool. Ich finde, die Karten sind auch sehr, sehr geil. Oh, geil gemacht. 1, 2, Dog Pound, 3, 3 Glitzerbilder. Hm, cool. Snakeweed, Fishface, Xavier, Irma, Langenstein, Ra. Gefolgt von Leonardo. Oh, zweimal die Turtles als Glitzer. Shredders Henchman Owen als Space-Karten. Casey Jones finde ich zum Beispiel auch als Karte richtig cool mit seiner Maske und so. Sieht richtig düster, fetzig aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Footbots. Tiger Claw auch richtig fett. Joan Grody, die Reporterin. Wick haben wir hier, der Hausmeister. Dann auch die Karte finde ich richtig cool. The Red King, richtig düsteres Bild mit dem Gesicht. Ja, der Papa von April. Kirby O'Neil war das eben. Fishface hier nochmal als Glitzerbild. Die Footboots. Raphael. Pizzaface. Dr. Victor Falco. Anton Sack. Die Karte habe ich glaube ich noch gar nicht. Metalhead. Raphael. Nochmal Mr. Murakami. Ups, jetzt habe ich hier zwei. Dr. Tyler Rockwell. Und auch die Karte habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Truck. Zumindest habe ich die nicht allzu oft. Also es könnte ein bisschen was vorangehen nochmal. Freestyle Raph. Metalhead nochmal. Donatello. Der Reporter. Ja, doch, der Reporter Kurtzman. Oder war es der? Privatdetektiv. Steranko, der Ruski, Kirby Bat, Raph, Donny, auch richtig geile Karte hier. Auch die von Mikey ist richtig, richtig cool. Nun kommen wir zum Ende. Da haben wir nochmal Leonardo, nochmal Casey, den hatten wir eben schon. Bei 120 Karten, die es insgesamt sind, ist natürlich krass. Wie viel habe ich jetzt geöffnet? 60 Karten habe ich bestimmt auch rausgehauen. Das ist schon die Hälfte. Sir Malachi the Sparrow Wizard. Hammer heftig. Und zuletzt nochmal Slash. Mal gucken, was noch fehlt. Sortieren wir gleich ein. Wir sehen uns gleich wieder. Kommen wir nun zum Einsortieren. Und es gab unglaublich aber wahr ein paar Bilder, die ich einsortieren kann. Jawohl, ja. Es fehlt mir noch ein bisschen was. Die 11 und die 12 zum Beispiel habe ich hier. Wir können auch in Ruhe jetzt mal gucken, was noch alles fehlt. Die Vorderseite ist voll. Die zweite Seite ist jetzt auch voll. Hier fehlen mir zwei Bilder. Na, die 23 und 24, die habe ich auch nicht. 27, mal gucken. Da habe ich alles. April O'Neil habe ich jetzt auch reinbekommen. Cool. Das heißt, es bleibt bei zwei Bildern aktuell. Dann habe ich die 49 bekommen. Das heißt, die muss natürlich hier rein. Bleibt bei zwei. Die 55 fehlt. Das ist Nummer 3. Dann habe ich die 72 bekommen. Drei Bilder. Bleibt bei drei Bildern. Ihr könnt ja auch Stopp drücken, wenn ihr euch die Bilder nochmal in Ruhe angucken wollt. Drei Bilder, die mir noch fehlen, um die Sammlung zu komplettieren. Fragezeichen, es gibt ja 120. Hier haben wir es. Gucken wir mal hier. 120, die limitierte Karte. Ich weiß nicht, ob es mehrere limitierte Karten gibt. Ich habe nur eine. Ansonsten fehlen mir also noch drei Karten. Zum Glück. Ich hoffe, dass ich dann auch diese drei Karten voll habe. Das war's dann für heute. Vielleicht zum letzten Mal, wenn es das ist. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachten. Ich wünsche euch wirklich Gesundheit im neuen Jahr. Ich wünsche euch einen sehr, sehr guten Rutsch. Und kommt friedlich rein und habt Spaß. Lasst euch nicht alles gefallen. Euer Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.